Hi zusammen, mein Name ist Fabian von Pura die Tischler und im heutigen Video geht es darum, warum du kein Streichmaß benutzen solltest. Das hier ist ein sogenanntes Streichmaß, eigentlich ganz einfach. Wir haben hier den Grundkörper und dann haben wir zwei unabhängig voneinander agierende Lineale, jeweils mit einer Skala zum Einstellen. Hier oben kann ich die Lineale lösen und kann die dann individuell, wie ich es brauche, verstellen. Ich kann zum Beispiel auf der einen Seite 1 cm einstellen, auf der anderen Seite 2 cm und kann dann damit ganz leicht über mein Werkstück drüber streichen, wie der Name schon sagt. Aber meistens, wenn jemand ein Streichmaß benutzt, benutzt er das mit viel zu viel Gewalt. Das führt dann dazu, dass die Holzoberfläche eingeschnitten wird. Und gerade wenn man quer zur Faser markiert, ist das tödlich für die Oberfläche. Denn durch diese Metallspitzen hier zerreißt man die Holzfaser und diese Querkratzer oder durch durchschnittenen Fasern, die bekommt man nachher dann für die fertige Oberfläche nie wieder raus. Wenn du mit dem Streichmaß arbeiten solltest, wirklich ganz wenig Kraft aufwenden, nur leicht drüber ziehen, dann hast du vielleicht nochmal die Chance beim Schleifen diese Markierung hier rauszubekommen. Ein weiterer Nachteil, wie ich finde, der Grundkörper hier, so wie das ganze Streichmaß, besteht aus Holz. Und wie wir ja wissen, Holz kann quellen und schwinden, also Wasser aufnehmen, Wasser abgeben. Und somit ist das auch nicht wirklich ein maßgenaues Anreiß- bzw. Messwerkzeug. Zumal sich auch der Grundkörper mit der Zeit abnutzt. Hier sieht man das ganz gut. Hier sind schon so leichte Scharten drin. Und je öfter man natürlich dieses Streichmaß benutzt, desto tiefer werden diese Scharten und desto ungenauer wird auch dann die Markierung damit. Deshalb weg damit! Und her mit dem Verstellwinkel. Der Verstellwinkel ist eigentlich ganz ähnlich zum Streichmaß. Ich habe hier wieder mein Lineal mit der Skala drauf. Hier eine Arretierschraube, worüber ich dann das Lineal verstellen kann. Hier kann ich sogar 45 Grad anlegen. Und hier habe ich meine normale 90 Grad Anlegekante. Wenn ich jetzt was markieren will, stellen wir wieder einfach mal 2 cm ein. Nehme ich einfach meinen Bleistift, gehe an die Kante vom Werkstück, lege das Werkstück hier an, Bleistift dran und dann ziehe ich hier mit meinem Bleistift und dem Verstellwinkel eine saubere gerade Linie. Der Vorteil ist natürlich, ich kann den Bleistiftstrich ganz einfach wegradieren oder, wenn es zur Oberflächenbehandlung geht, wegschleifen. Als wäre die Markierung niemals da gewesen. Und das ist eben mit dem Streichmaß viel schwieriger, weil Querkratzer zur Faser sieht man fast immer. Es ist sehr schwer, Querkratzer im Holz rauszubekommen, außer man nimmt natürlich viel Material dann beim Schleifen weg. Aber das gilt es natürlich zu vermeiden, aufgrund der Maßhaltigkeit. Natürlich gibt es auch Anwendungsbereiche für das Streichmaß, wie zum Beispiel, wenn man auf einer Rückwand Rückwandschrauben anreißen will. Da kann man natürlich gerne mit dem Streichmaß da vorbeikratzen, denn die Löcher für die Rückwandschrauben oder die Markierung für die Rückwandschrauben sieht man ja später sowieso nicht mehr. Aber dennoch bin ich eigentlich Streichmaßgegner, da die Vorteile von so einem Verstellwinkel einfach überwiegen. Wenn du jetzt unbedingt mit so einem Streichmaß hier arbeiten willst, kannst du das natürlich gerne tun. Das hier ist nur meine Meinung. Auch bei uns wird ein Streichmaß noch benutzt, eben in Bereichen, wo man die Markierung durch ein Streichmaß nicht sieht später. Generell arbeite ich aber lieber mit solch einem Verstellwinkel. Klar, ich brauche dann wieder zwei Werkzeuge, einen Stift und einen Verstellwinkel. Aber mir ist es wichtiger, dass meine Markierungen leicht entfernbar sind und meine Oberfläche dadurch am Schluss sauberer aus dem Lackierraum kommt. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!